Vitello, maiale, tutto freschissimo! Guten Morgen, Vater. Komm mit mir. Stimmt etwas nicht? Hältst du mich für taub und blind, Sohn? Ich weiß alles über deinen Kampf mit Viere di Pazzi und den kleinen Besuch bei Christina letzte Nacht. Dein Verhalten ist untragbar. Es erinnert mich an mich selbst in deinem Alter. Ich nehme an, dass deine Ausschweifungen deine Arbeit heute nicht behindern. No, Padre. Ihr habt mein Wort versprochen. Ich habe hier einige Dokumente für Lorenzo de' Medici vorbereitet. Du musst sie ihm überbringen. Ich eile, Vater. Komm wieder, wenn es erledigt ist. Ich mag teuer sein, aber meine Waffen sind... Stati attenti! Der gute Bruder Donato möchte alle gläubigen Christen hinweisen, wie wichtig Barmherzigkeit in Zeiten der Not ist. Spenden werden jederzeit außer Sonntags direkt am Priorat entgegen. Ezio, ben trovato. Wie geht es euch? Wie immer. Ich habe einen Brief für Signor Lorenzo. Ich werde ihn überreichen, sobald er wieder da ist. Wieder da? Sie sind zur Villa Careggi, tut mir leid. Und Sie werden nicht vor morgen zurückerwartet. Ich werde es ausrichten. Qualität unserer Nähte ist legendär. Hier wisst ihr, dass ihr das Beste bekommt. Eine Bekanntmachung im Namen des Medicus Maestro Corsini. Eine Behandlung mit seinem berühmten exotischen Blutegel aus den Rippen Indiens verschafft Linderung bei beinahe jedem. Ein Hinweis an alle Fremdländer in den Mauern unserer ruhmreichen Republik. Die Stadt hat in ihrer Weisheit beschlossen, eine neue Steuer auf alle Exportwaren zu erheben. Schön weiterarbeiten. Bischero. Du sorgst dich zu viel, Giovanni. Francesco de' Pazzi ist im Kerker. Die Bedrohung ist beendet. Ah, mein Sohn. Du kennst meinen Freund Uberto. Guten Morgen, Konfaloniere Alberti. Wünsche ich dir auch, junger Mann. Du hast meine Nachricht abgeliefert? Sie, Padre. Aber scheinbar ist Lorenzo nicht in der Stadt. Das habe ich nicht erwartet. Was macht das schon? Dann wartest du noch ein, zwei Tage. Hör mal, deine Mutter und Schwester haben nach dir gesucht. Ich werde dich bald brauchen. Aber schau, ob du ihnen nicht helfen kannst. Seid ihr sicher? Ja, nun, würdest du uns entschuldigen. Es war nett, dich zu sehen. Buongiorno, Ezio. Buongiorno a voi, madre. Come state? Sto bene. E tu?
Erholst du dich vielleicht noch von gestern Nacht? Ich weiß nicht, wovon ihr redet. Natürlich nicht. Egal, ich muss etwas erledigen. Ich möchte, dass du mitkommst. Mit Vergnügen. Komm, es ist nicht weit von hier. Ich weiß von deinem Kampf mit Vieri. Welcher Kampf? Ach bitte, du musst mir doch nichts vormachen. Er hat uns beleidigt. Das konnte ich nicht länger dulden. Er hat sicher Schwierigkeiten, mit den Anschuldigungen gegen seinen Vater umzugehen. Francesco De Pazzi ist vieles. Und nichts davon gut. Aber selbst ich hielt ihn nicht für einen Mörder. Was wird mit ihm geschehen? Es wird ein Verfahren geben. Wird Vater dort aussagen? Das muss er. Er nur hat die Beweise. Dennoch, ich wünschte mir eine andere Lösung. Mach dir keine Sorgen. Alle wollen Gerechtigkeit. Es ist eine unglückliche Geschichte, aber sie geht vorbei. Hallo, Leonardo. Madonna Maria. Das ist mein Sohn, Ezio. Molto onorato. L'onore è mio. Lasst mich erstmal die Gemälde holen. Ich bin sofort zurück. Er ist sehr talentiert. Immagino. Sich auszudrücken ist wichtig, um das Leben wirklich zu genießen. Du solltest ein Ventil finden. Ich habe viele Ventile. Ich meinte Ventile, nicht Vaginas. Mutter. Zu euch nach Hause also. Si, si. Ezio, hilf Leonardo, ja? So, Ezio, was machst du so? Er arbeitete bisher für seinen Vater. Ah, also wirst du Bankier. Bisher. Und du? Kunst, nicht wahr? Ganz ehrlich, kann ich mich nur schwer entscheiden. Malen ist nett, aber oft denke ich, meiner Arbeit fehlt es an Zweck. Macht das Sinn? Ich würde lieber praktischer arbeiten. Viel direkter. Architektur vielleicht. Oder Anatomie. Es reicht mir nicht, die Welt abzubilden. Ich will sie verändern. Oh, Leonardo, ich zweifle nicht, dass ihr große Dinge vollbringen werdet. Vi ringrazio, Madonna. Wie nett von euch. Danke für die Hilfe, mein Sohn. Ich will dich nicht länger von anderen Pflichten abhalten. Eine Freude, dich kennenzulernen, Ezio. Ich hoffe, wir sehen uns bald. Ich auch. Hey, Claudia, wie geht's dir? Ganz gut. Du sollst mir doch nichts vormachen. Es ist Duccio. Was ist mit ihm? Ich glaube, er war untreu. Wer sagt das? Die anderen Mädchen. Ich dachte, sie wären Freundinnen. Hyänen. Ohne die ging's dir besser. Ich liebte ihn. Nein, Claudia. Das hast du dir eingebildet. Er soll büßen für das, was er getan hat. Warte hier. Ich werde einen Takt mit ihm reden. Sich so aufzuführen.
wunderschön. Nur das Beste für dich, amore mio. Aber was ist mit Claudia? Ich dachte, ihr werdet einander versprochen. Vater sagt, mir gebührt was Besseres als eine Auditore. Oh, du Schurke! Komm, lass uns spazieren. Spazieren? Ich hatte etwas ganz anderes im Sinn. Oh, Duccio. Hey, du dreckiges Schwein! Ezio, mein Freund! Was zum Teufel? Du beleidigst meine Schwester, gockelst mit dieser Putana. Wovon redest du überhaupt? Ich sah, was du ihr gabst, hörte, was du sagtest. Wäre deiner Schwester ihre Keuschheit nicht so wichtig? Du brichst ihr Herz. Und jetzt werde ich dir die Nase brechen. Ihr Auditore könnt alle reden, aber wenn es dann ernst wird... Du wirst deine große Klappe bereuen. Ich hätte deiner Schwester viele Dinge beibringen können. Sie soll froh sein, jemanden wie mich gehabt zu haben. Bastardo! Basta, ich gebe auf. Geht weg! Lass die Finger von meiner Schwester! Ach, vergiss es einfach! Trotz! Irgendwas stimmt nicht. Ah ja, du atmest noch. Geht weg! Basta! Was machst du hier draußen, Petruccio? Du solltest im Bett sein. Ich will diese Federn. Wofür? Ist ein Geheimnis. Wenn ich sie dir hole, gehst du dann wieder rein? Ja, versprochen. Hier, wie versprochen. Grazie, Bruder. Du hast noch nicht gesagt, wofür du sie brauchst. Mach ich. Bei Zeiten. Bring das schnell ans Ziel. Sehr schnell. Dann zahle ich gut. Wo habe ich euch schon mal gesehen?
Michel. Er wird doch jemanden verletzt. Doch. Vergesst nicht, das Gelben ist grundsätzlich nur Er ist hin! Wo kommt Haltet euch raus! Ein paar letzte Worte. Mein treuloser Ehemann betrügt mich. Ich weiß es. Und die Nachbarn. Bitte erteilt ihm eine Lektion für mich. Sie gewinnt, ich gebe auf. Diese Schlampe. Ich meine, mein wundervolles, geliebtes Weib. Ich gehe heim. Ezio, komm rein, mein Sohn. Diese Päckchen müssen an Geschäftspartner von mir in der Stadt geliefert werden. Außerdem müsstest du eine Nachricht aus einem Taubenschlag ganz in der Nähe für mich abholen. Va bene, ich erledige das. Komm wieder her, wenn du fertig bist. Wir müssen da noch einiges besprechen. Und bitte, mein Sohn, mach keinen Ärger. Hm? Bist du Giovannis Sohn? No, Idiota. Er sieht nur zufällig genauso wie er aus. Dann gib her. Keine Sorge, Junge. Wir sind nicht ansteckend. Jedenfalls ich nicht. Verwundeten.
Preise so niedrig, dass ihr euren Augen nicht trauen werdet. Schaut nur her, ich verspreche euch... Hier drüben. Ich habe eine Lieferung von... Giovanni Auditore? Ja. Wurdet ihr verfolgt? Nein. Warum sollte ich verfolgt werden? Gebt mir das Päckchen. Sagt eurem Vater, sie ziehen heute los. Er sollte das auch tun. Wer zieht los? Was geht hier vor? Wartet, kommt zurück. Erklärt euch. Eine Botschaft der Verachtung nach Florenz entsandt. Offenbar hat sich die Jugend der Stadt versammelt und unsere ehrenwerte Vater? Federico! Sarezio, Gott sei Dank! Was ist passiert? Wo sind denn alle? Sie brachten euren Vater und eure Brüder zum Palazzo della Signoria, ins Gefängnis! Und meine Mutter? Meine Schwester? Ezio! Claudia! Geht es dir gut? Ja, aber Mutter! Sie hat einen Schock. Sie... Als sie sich wehrte, sie... Hier ist es nicht sicher. Kannst du sie irgendwo verstecken? Ja, bei meiner Schwester. Gut, tu das. In der Zwischenzeit gehe ich zu Vater. Gebt acht, Sarezio. Die Wachen suchten auch nach euch. Qui c'è solo il meglio! Provate le mie salsicce! Ein Hinweis an alle fremden Händler in den Mauern unserer ruhmreichen Republik. Die Stadt hat in ihrer Weisheit beschlossen, eine neue Steuer auf alle Exportwaren zu erheben. Hört her! Sehr beeindruckend. Geh mir besser aus den Augen! Sofort! Doch! Ezio! Vater, was ist passiert? Ein bisschen Prügel, sonst geht's mir gut. Wo sind deine Mutter und Schwester? Jetzt sicher. Sind sie bei Annetta?
Ja, wartet. Ihr wusstet davon? Nicht so jedenfalls und nicht so bald. Nun ist es egal. Was meint ihr denn? Erklärt! Wir haben keine Zeit. Hör gut zu. Geh zurück zum Haus. Im Büro befindet sich eine Geheimtür. Nutze dein Talent, sie zu finden. Dahinter steht eine Truhe. Nimm alles mit, was du darin findest. Vieles wird dir sicher seltsam erscheinen, aber alles ist wichtig. Hast du das verstanden? Ja. Gut. Unter anderem ist da ein Brief und dabei einige Dokumente. Diese Dokumente musst du Signor Alberti bringen. Er war heute Morgen bei mir im Büro. Der Gonfaloniere, ich weiß. Nun bitte, sagt mir, was los ist. Stecken die Pazzi dahinter? Am Taubenschlag war eine Nachricht für euch darin. Geh, Ezio. Geh jetzt. Euch vor einer unreinen Erzlieferung des Händlers Fidelio. Einige Mitglieder konnten mit dem von ihm gelieferten...